Und es ist Zeit für die gute Nachricht, Carsten. Das ist ja so, wenn man fragt, warum Leute sich kein E-Auto kaufen, dann heißt es immer, gibt keine Ladesäulen und die Reichweite in Anbetracht der Ladezeiten, die passt da nicht, ist also nicht lang genug. Und stimmt ja auch. Also ich kaufe mir auch kein volles E-Auto. Ja. Genau deswegen. Ja, und jetzt deswegen unsere gute Nachricht. Denn eine neue Batterie aus China, die soll E-Autos in gerade mal 10 Minuten auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen. Die Shenzhen-Zelle werde eine neue Ära bei den Elektrofahrzeugen einleiten, so der größte chinesische Batteriehersteller CATL. Insgesamt soll die Batterie eine Reichweite von 700 Kilometern pro Ladung ermöglichen. Und zum Vergleich jetzt mal, Tesla gibt an, mit seinem Supercharger bei seinem Modell 3 innerhalb von 15 Minuten bis zu 275 Kilometern Reichweite laden zu können. Und das Positive ist, dass CATL, der chinesische Gigant in Thüringen, seine erste Produktion außerhalb Chinas starten wird. Ja, da sagt nochmal, niemand will bei uns in Deutschland investieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.